Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen, liebe Siedlerfans. Wir befinden uns in Folge 50. Und da habe ich mir mal gedacht, da machen wir ein großartiges Special. Wir spielen einfach mal eine Stunde lang Siedler. Und zwar mit meinem Kumpel Oxygenium. Und zwar ein Zeitspiel, also eine Stunde lang zocken. Einmal Siedler, eine Stunde lang. Also ich hoffe, dass die Aufnahme schön durchläuft und ihr deswegen schön Spannung habt. Ich werde mich mal bemühen, ihn schön platt zu machen. Wir haben uns eine schöne Karte ausgesucht, wo wir zu dritt spielen können. Unbekannter Grund, was auch immer. Was? Warte auf was? Egal. So, wir legen gleich mal los, würde ich sagen. Und zwar, wir müssen ja erstmal ein wenig bauen hier. Ja, ist gut. So, also, in diesem Zeitspiel, in einem Zeitspiel ist es immer folgendermaßen wichtig, schnell Ressourcen zu kriegen, denn Zeitspiel läuft auf Punkte. Und auf Punkte heißt in dem Fall, wir können uns erstmal Helden aussuchen. Einmal den hier, Vark, einer meiner Lieblingshelden. Dann nehmen wir Erek natürlich. Und, wie nehmen wir nochmal? Pilgrim wäre ganz cool oder Helias, da weiß ich aber nicht genau, wen soll ich ihn mal nehmen. Gute Frage. Ich denke, wir entscheiden uns einfach mal für Pilgrim auf jeden Fall. Und wir können ja noch einen holen. Ach, wir können keinen mehr anheuern, schade. Okay, das hätten wir auch soweit. Wir können ja schon mal gleich nochmal ein paar Schächte suchen. Also beim Punktspiel kommt es darauf an, möglichst viele Punkte zu erwirtschaften, entweder durch Kämpfe oder durch andere Sachen, wie halt zum Beispiel Rohstoffe sammeln oder Technologien erforschen, sowas halt alles. So, hier haben wir erstmal hier gleich ein bisschen Ruhe, hoffe ich. Ich hoffe nicht, dass hier gleich alle anmarschiert kommen. Pilgrim kann schon mal eine Kanone hinbauen. Wir sehen Team 2, also Oxygenium, mein Kumpel, der hat leider ein paar mehr Punkte als ich im Moment. Aber das ist alles noch nicht so tragisch, das kann man alles aufholen. Dazu sollte ich allerdings auch möglichst ein paar Schächte finden. Oh, hier oben ist zum Beispiel einer. Ja, es ist Zahltag, das ist gut, dann können wir uns noch einen Leibeigenen holen. Also ich glaube, die beste Taktik ist nämlich erstmal Leibeigene holen. Denn Leibeigene erstmal schön Rohstoffe scheffeln, damit man dann auch schnell... Es gibt nicht genug zu essen. Ja, damit man danach auch schnell auf Touren kommen kann. Und wir haben ihn jetzt überholt mittlerweile. Ha, finde ich schon mal supi. So, Alchemie wird noch erforscht und... Vark macht sich mal kurz hier auf den Weg nach hier drüben. Ja. Ich hätte mir eigentlich auch Dario vielleicht noch holen können. Das wäre vielleicht gar nicht so blöd gewesen. Aber nun ist es halt zu spät, weil Dario, die Fähigkeit kennt ihr ja als fleißige Gucker von meinem Let's Play. Vark hat, Dario kann ja schön in alle möglichen... Richtung gucken und vor allem zeigt er halt an, wenn Feinde kommen. Was ja eine sehr schöne Eigenschaft ist, soweit. So, ich gucke nochmal hier wieder das Gebiet ab, ob ich hier irgendwas Schönes sehe. Momentan scheint es allerdings nicht so zu sein, dass hier irgendwas ist. Aber da kann sich ja mein Reiter mal geflugs hinbegeben. Hier oben, das macht Erek hier in der Wüste schon. Erek kümmert sich darum. So, Vark ist hier. Dann gucken wir, laufen wir ein bisschen weiter nach hier. Erek ist hier. Dann laufen wir weiter nach hier. Und Pilgrim passt hier auf. Okay. So, hier ist ein Eisenschacht. Sehr schön. Eisenschächte gefallen mir. Ja, also wie gesagt, ich werde mal gucken. Oh, ist kein Tal mehr, kein Holz mehr. Ich werde mal gucken, wie das dann mit dem Hochladen wird. Wenn das Video nämlich dann aufgrund der Stunde, die es ja dann dauert, zu lang wird, dann weiß ich gar nicht, ob ich das hochladen kann. Also zu lang, zu groß, meine ich, zu groß von der Qualität her und von den ganzen, von den Gigabyte-Anzahlen her. Normalerweise ist ja ein Gigabyte so
Und ja, da ist dann natürlich schon ein wenig mehr dahinter dann. Da kommt noch mal einer. Und wenn das dann, wenn der Upload dann irgendwie 15 Stunden dauert, dann habe ich da auch keinen Bock drauf. Und deshalb würde ich das in dem Falle dann ein wenig zusammenschneiden. Das tue ich jetzt allerdings ja vorweg erstmal ab, weil ich glaube, das braucht man nicht. Also ich hoffe es zumindest. Wie gesagt, wenn ihr Glück habt, kriegt ihr eine Stunde, ein 1-Stunden-Video in Folge 50. Da könnt ihr euch dann drüber freuen und habt ihr sicherlich Spaß dran. Fände ich schön, wenn ihr Spaß dran habt, wenn euch das freut. So, Pilgrim, du kannst mal hier deine Kanone hinsetzen, dann haben wir hier ein bisschen Ruhe. Falls nämlich ja hier hinkommt. Das ist nämlich eine 3-Spieler-Karte, die wir allerdings nur zu zweit jetzt spielen. So. Hat den Vorteil, dass man halt hier ein Gebiet hat, wo keiner ist, wo man dementsprechend ein wenig Spaß dran hat, die ganzen Leute so umzusammeln. So, wollen wir mal gucken, ob er vielleicht in diesem Gebiet hier sich aufhält. Unser Freund. Ja, er hält sich in diesem Gebiet auf. Oh, ich glaube, da mache ich mich gleich mal vom Acker. Das, will ich jetzt nicht unbedingt. Aber komm, die Wölfe lassen wir mal raus. Komm, meine Freunde! Ja. Komm, meine Wölfe! Er kann nämlich Wölfe rufen. Und die fallen jetzt den Leibeigenen an. Sehr schön. Das heißt, wir wissen schon mal, er ist hier. Macht den Leibeigenen platt. Macht ihn fertig. Einer eurer Helden wird angegriffen. Was? Einer unserer Helden? Oh, naja, da sind sie. Da sind seine Helden. Er hat auch Erik und Pilgrim natürlich. Auf sie! Diese Räudigen! Ja, immer schön gleich am Anfang ordentlich auf die Ömmel geben. Das hilft. So, Zeit haben wir auch mal wieder gehabt. Braucht man noch mehr Leibeigene? Wie viel Zeit ist schon rum? Wir haben noch 53 Minuten und ich führe im Moment. Das finde ich gut. Das allerdings muss ja irgendwann zu einem Angriff kommen. Ihr werdet angegriffen. Ah, jetzt sind sie gleich weg, meine Wolfies. Aber so schnell geht das nicht. Es gibt zu wenig. Gut, du bist auch fertig. Ja, jetzt brauchen wir noch ein Wohnhaus hier. Es gibt nicht genug zu essen. Ach Mensch, die hier leben ja auch noch nicht alle glücklich und gesund. Ach, das müssen wir auch noch alles klären. Oh Mann, hier ist echt noch ganz schön Rohstoffarmut, muss ich mal so sagen. Hier, Stein brauchen wir doch jetzt im Moment gar nicht. Nichts lieber als guck mal weiter hier rum. Ja, Herr. So, Pilgrim kann... Erik kommt zurück. Da oben kann auch Pilgrim... Ja. Oh, Pilgrim aufpassen. Pilgrim kann da alles in Ruhe machen. Kümmert sich schon darum. So, hier, ihr beiden Lehmfutzis, einen davon hier schnappe ich mir mal. Der baut hier oben jetzt eine Lehmmine hin. No. Ich bin irgendwie ein bisschen aufgeregt hier, weil ich will das Spiel nicht verlieren. Sonst ist meine ganze... Ja, mein ganzes... Image dahin. Als hier ungeschlagener Spieler so fett. Egal, das letzte Punktspiel, das ich gegen gespielt habe, hat er auch schon gewonnen gehabt. Allerdings nur sehr knapp, muss ich sagen. Das war ganz eng. Das war etwa so ein Abstand wie hier jetzt gerade, wie ich an Führung habe. Die Sache ist halt, er darf nicht zu schnell kommen. Man muss ihm echt gleich von Anfang an ordentlich auf den Latz geben, weil sonst entwickelt er seine A-Belastenschützen und die sind äußerst unbequem. Also, was das angeht, das ist, also seine Abelasten, gegen die will man nicht kämpfen. Natürlich nicht. Ja. Weil die, also er kann die echt sehr gut kontrollieren und er schafft das echt perfekt eigentlich immer. Oh, kein Holz, Scheiße. Er schafft das eigentlich immer perfekt, die so abzutimen, dass die auch nicht umgesenzt werden. So, hier kommt Leute. Lehm haben wir genug, wir brauchen noch mehr Holz. Natürlich. Ja, natürlich brauchen wir das. Wir haben 700 Lehm, Leute, und wir haben kein Holz. Oh ja, Tade haben wir jetzt auch nicht. Also Holz habe ich sonst immer eigentlich, aber... So, wir können ja schon mal eine Schmiedehütte uns hier hochsenden. Wie kostet die? 300 Holz. Nee, das geht so nicht. Brauchen wir lieber erstmal einen Steinbruch hier unten hin.
Da. Jupp, weil wir brauchen ja erstmal Taler. Taler ist immer wichtig und im Notfall können wir uns ja unsere ganzen Leibeigenen zu Milizen umschrauben. Was auch schon mal ganz witzig wäre. Kommt, meine Freunde! Ja, kommt! So, Wag bleibt aber hier. Du bleibst hier. Ja, sofort. Sofort bleibst du hier. So, ein Pilgrim. Kanone errichten, bitte. Ja, das finde ich schön, dass du das auch gleich hast. Oh, ich bin gespannt. Ich hoffe, ja, ich habe noch Vorsprung. Ich habe noch Vorsprung. Ich muss mich aber auch ein wenig ausdehnen dann. Das hat aber auch noch ein wenig Zeit zum Glück. Ja. Oh, da werden sie schon angefallen. Ah, hahaha. Nee, Pilgrim, du kannst mich mal. Auf dich habe ich gerade überhaupt keinen Bock. Er hat Helias. Ach nee. Na, das ist doch mal was. Helias hat... Fertig, Meister. Oh. Ist der Leibeigene. Er baut eine Hochschule. Er hat noch keine Hochschule? Nehm ich doch verkackeiern. Was ist denn da los? Eure Bauernhöhle. Ja, erstmal ein Dorfzentrum. Ja. So, ihr beiden. Holz. Holz brauchen wir noch Holz. Wir brauchen noch Holz. Wir brauchen immer Holz. Fällt mal hier unten Holz. Ja. Ja. Ja, hier ist halt die... Ach, die leben immer noch. Die Wolfis leben immer noch. Ja, das hier ist... die Reaktion ist ja etwas langsamer, weil es halt online läuft, alles hier, das ganze Spiel. Und deshalb ist das natürlich etwas langsamer alles. Aber so generell läuft es doch ganz gut, finde ich. So. Holz 200, Konstruktion, ja komm, wir brauchen eigentlich mal eine Sägemühle, ne? Wäre schon ganz gut. Wäre schon recht hilfreich, wenn wir die dann auch noch hätten. Sag mal, die Wölfe sind immer noch da. Waren noch da. Naja, gut, so hat er auf jeden Fall ein bisschen, bisschen Zeit verloren. Brauchen wir noch hier einen Bauernhof? Wir brauchen hier oben auch noch ein Wohnhaus und einen Bauernhof, ne? Oh, wir haben wieder zu wenig Holz. Das gibt's doch alles nicht. Los, komm, Zahltag hier. Wir kriegen 260 Taler, die will ich auch nutzen. Wir haben erst 17 Leibeigene, aber nach 12 Minuten, das geht. Also hier wäre ich auf jeden Fall, wie ihr vielleicht schon langsam so merkt, dass ich hier etwas flotter versuche aufzubauen, als in den ganzen Missionen. In den Missionen hat, dann hat man einfach mehr Zeit. Und die hat man hier nicht. Hier hat man keine Zeit, man darf sie nicht ausruhen. Wenn man einmal anfängt, sich irgendwie zu erholen oder erholen zu wollen, dann ist das schon düster. Dann sieht schon ganz düster aus. Schon landunter eigentlich. So, Pilgrim, kannst du neue Kanone bauen? Bald. Okay, Wag kann noch nicht seine Wölfis wiederholen, dann können wir ihn wieder unter Druck setzen ein wenig. Naja, eigentlich hilft das gar nichts, aber ein wenig lenkt es ihn dann ab. So, Forschung auch erfüllt, gut. So, dann jetzt brauchen wir eine Sägemühle hier. Ich hab getan, ja, ist doch gut. Oh, jetzt haben wir wieder kein Lehm mehr. Ach, Leute. Ah, wir haben hier noch die Lehmgrube. Wenn wir Zahnräder haben, können wir die auch ausbauen. Du bist auch fertig, das heißt, jetzt könntest du auch schon mal ein Häuschen hier bauen. Ich überlege ja, ob ich vielleicht die mal hier auf Überstunden stellen soll. Aber das macht ich lieber nicht, sonst stürzt das Spiel ab und das will ich nicht. Also ich weiß nicht, ob es abstürzt, aber es kann passieren. Ah, nicht mehr lange. Doch noch lange. Die haben ja immer noch keins. Es gibt nicht genug, es gibt auch nicht genug zu essen. Nee, das ist halt, man muss schon Prioritäten setzen, ne? Entweder schlafen oder essen. Beides geht ja nun mal nicht. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass euch dieses kleine... Es ist ja schon fast ein LPT, ne? Obwohl es ist eher ein LPA. Let's Play Against. Aber ich hoffe, dass es euch Spaß macht. Mir macht es jedenfalls immer Spaß, weil es halt richtig Nervenkitzel ist, als wenn man einfach nur gegen PC irgendwie spielt. Da ist das doch schon mal eine Nummer anders hier. Oh Mann, ich hoffe auch, dass ich hier einigermaßen durchkomme. Wenn ich habe auch noch gar keine Truppen ausgehoben. Das heißt, wenn er einmal hier mit seinen Truppen ankommt, dann... Zahltag. So. Cool. Die werden als... als hier Bogenschützen angezeigt. Das finde ich ja witzig. Dich habe ich ja auch noch.
Hier, den Kameraden. So, du kommst mal. Nee, geh mal so hier hin. Soll es sein. Such mal hier. Hier ist auch noch alles unerkundet. So, hier ist wieder einer fertig. Dann brauchen wir noch ein Wohnhaus und dann können die endlich auch vernünftig durcharbeiten dann. Es gibt zu wenig. Ja, beruhig dich. Ich brauche mal lieber irgendwie eine Kaserne demnächst. Einige Siedler haben nichts zu essen. Ein Sägewerk. So, du bist auch fertig, dann kannst du wieder. Arbeit. Ihr werdet angegriffen. Wird erledigt. Oh, kommt, lauft doch hinter uns her, Freunde. Das stört uns doch alles nicht. Das Gute ist auch, die Kanone verliert ja dadurch Schussanzahlen. Oh, sie kehren um. So, hier müssen ja irgendwo noch ein paar Leibeigene sein. Wo sind die denn? Da sind sie. Ja. Oh, jetzt laufen sie wieder alle weg hier. Schön, das ist doch schön. Macht ihn platt, den Leibeigenen. Ihr werdet angegriffen. Ja, das macht Spaß. Das macht Spaß. Ich kann ja theoretisch auch einfach die Wölfe mal rausschmeißen. Ha, jetzt kriegt er dadurch nämlich keine Kampfpunkte. So, ja komm, Wehrpflicht, jetzt brauchen wir mal langsam Wehrpflicht, wir brauchen mal langsam ein paar Truppen. So, 27 Leute haben wir, das muss jetzt aber auch mal reichen, langsam. Du fällst, nein, du fällst nicht, du ihr habt nicht hackst Leben. Jetzt haben wir nämlich wieder, jetzt haben wir wieder viel Holz, aber kein Lehm. Jetzt brauchen wir nämlich wieder Lehm, ja, so ist das alles immer. Es gibt nicht genug zu Weil wir, kaum haben wir eine Sägemühle. Läuft das wieder gleich ganz anders hier alles. So, ach, den Steinbruch können wir ja auch noch hier machen. Ah, wir haben aber eh nicht genug Lehm im Moment. Ich will jetzt eh mal eine Festung erstmal gleich bauen. Dazu brauchen wir aber noch ein paar Taler. Die Sägemühle, die scheffelt ja ordentlich vor sich hin. Das ist schon mal ganz schön. So, und was mit dir, mein Freund? Du hast hier einen Schwefelschacht gefunden, wie mir scheint. Das ja, ist doch bestimmt ein Schwefelschacht. Es ist ein Schwefelschacht. Dann können wir uns schon mal Schwefel holen gleich. So, hier war doch einer, ne? Ja, du bist hier am Lehmhacken. Dann hole ich mir mal den Schwefelschacht gleich. Zwei Lehm noch, komm. Ja, schön. Und du kannst wieder weiterlaufen. Wird gemacht. Oh, das sieht aber ganz gut aus für uns im Moment. Aber ich will da trotzdem noch nicht hier. Man soll nicht anfangen, hier sich zu loben, wenn noch nicht mal ein Drittel der Zeit rum ist. Ja, geschafft. Was? Ich bin auch geschafft hier. Ich bin hier völlig geschafft. Was ist denn geschafft? Ah, wir können eine Kaserne bauen. Oh ja, Kaserne. Okay, ich muss etwas ruhiger werden, ne? Ich hab getan, ich glaube, ich bin ein wenig zu hektisch im Moment noch. Das ist nicht gut. Man hektisch ist. Man sollte das ruhiger angehen. Es gibt doch noch. Was würde ich jetzt geben für dann bau erstmal eine Ziegelhütte. Ja, ja. Oh, jetzt stockt es uns hier gerade ein wenig, aber das geht vorüber. Ich hatte ja in den letzten Aufnahmen, also ich nehme die jetzt zu der Zeit auf, dass die letzte Folge, die ich gemacht habe, war Folge 40. Ich habe nur gedacht, jetzt passt es gerade zeitlich, so ein Battle hier hinzulegen, deshalb ziehe ich die Folge 50 schon mal fort. Also, das heißt, die Folgen 41 bis 49, die ich dann aufnehmen will, die finden dann nach dieser Folge hier statt. Ich brauche eure Hilfe! Und, ja, er braucht unsere Hilfe, eure Hilfe! Und, naja. Jedenfalls, wie gesagt, also ich nehme die jetzt halt vor der Folge 41 auf, das heißt, ihr seid, was das angeht, später dran und ich werde mich hüten müssen, dass ich in diesen Folgen dann davon erzähle, dass ich hier so ein Battle gemacht habe, weil, das ist ja sonst nicht so schön, ne, dann wisst ihr alle schon, was kommt, das soll ja eine kleine Überraschung werden zumindest. Ach ja, lasst sie doch angreifen, das macht doch überhaupt nichts. Oh, da hat er schon Schwertkämpfer ausgebildet. Ja, das ist natürlich dann... Oh, au. Gut, jetzt sehe ich zumindest, dass er hier schon mal ein paar
Truppen hat. Jetzt hat er mich bei Facebook angeschrieben. Nein, das finde ich aber nicht gut so. Ich glaube, hier unten habe ich jetzt auch genügend Schütz. Genügend Schütz. Gut. Ich muss lieber hier runterlaufen. So. Ja, natürlich. So, Freunde, macht den Leibeigenen nochmal platt hier. Ey, ihr sollt nicht umdrehen. Ach, naja. Feinde greifen mich an. Was soll's. Okay, jetzt weiß ich zumindest, dass ich ebenfalls auch Truppen brauche. Aber ich habe da ja meine Lieblingstruppen, die ich dann gleich ausheben werde. Oh Mensch, wir haben ja jetzt genügend Leben. Jetzt aber kein Stein, ihr wollt mich doch verkackeiern. Haben keinen Platz zum Nächtigen. Alle Bauern. Aber kein Stein, ey. Einige Siedler haben nichts zu essen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ach, Kacke. Nichts mehr da. Nein. Kann ich dann jetzt gehen? Kannst du nicht. Hier ist auch noch irgendwo Leben. Hier ist noch Leben. Geh da hin. Leben. Jetzt brauchen wir Truppen. Aber das ist doch alles kein Problem. Drei Speerträger und gleich mal zum Lanzenträger verbessern. So. Wir brauchen Truppen. Und wir haben wieder nicht genügend Leben, aber zumindest ein Wohnhaus können wir uns nochmal leisten. Wird erledigt. So, kommt Leute, ganz ruhig. Ganz ruhig. Wir haben noch genügend Vorsprung, was Punkte angeht. Und wenn er uns ein paar Truppen wegsendet, ist das immer noch kein Problem. Ich tue mein Bestes. 1, 2, 3. Komm, wir machen nochmal 3. Dann haben wir jetzt 30 Leibeigene. Ihr kümmert euch jetzt ein wenig um Steine. Ja, sofort. Aber bitteschön sofort. Hat keinen... Das duldet keinen Aufschub. So, wir kriegen jetzt auch ein bisschen Schwefel anladen. Das ist ja auch schon mal ganz gut. Können wir uns zumindest auch nochmal... Ah, das hat Zeit. Eigentlich ein bisschen nur der Zeit. Das brauchen wir jetzt nicht. Weil bis zu Kanonentürmen ist eh noch ein Weilchen hin. Oh, meine Speerträger. Hahaha. Ich hab getan, gut, dann baue jetzt noch ein Wohnhaus hinterher. Ja. Eure Wohnhäuser sind belegt. Ja. Ich weiß es doch. Ja. Hör auf, Mann. Ich bin eh schon hier am Abkrepeln. Ich muss ein wenig ruhig bleiben. Ich glaube, ich darf mich nicht innerlich so sehr aufregen, sonst einmal tief durchatmen und dann läuft das Ganze auch schon viel besser. Findet dann nicht auch? Ja. Oh, mir fällt kurz was auf. Ich muss mal kurz... Ach nein, scheiß drauf. Ich hab nämlich Fraps jetzt in einer ziemlich hohen Auflösung laufen. Das ist kacke, weil dann geht nämlich der Speicherplatz hoch. Dann frisst das auch nochmal richtig viel Speicher. Das ist natürlich blöd. Wenn das nochmal so richtig viel Speicher frisst, dann wird das ja noch größer. Aber es ist ein blödes Problem von mir. Ich glaube, ich mach mal kurz Pause. Ich gehe mal kurz Pause und gehe mal kurz raus und stell das mal kurz um. Okay, so. Okay, da bin ich auch wieder. Ich habe jetzt kurz mal umgestellt. Also, ich hoffe, dass jetzt nicht die ganze Aufzeichnung von vorher weg ist. Das wäre sonst ziemlich kacke. War kurz auf dem Desktop. Desktop. Da. Ja. Es gibt zu wenig sprang ein Fenster auf. So, sagen wir es mal so, ne? Ich erzähle ihm jetzt nämlich noch nichts davon, dass ich hier aufnehme. Ich hoffe einfach, dass er auch meine Stimme hier nicht hört. Das wäre ja auch mal ganz witzig, wenn er jetzt hier so kommt. Ach ja, dann so plötzlich kommt, ach, du hast ja sowieso hier die ganze Zeit irgendwie palavert. Das glaube ich aber nicht. So, Holz haben wir doch genug. Was mache ich? Ah nein, Holz haben wir nie genug. Man kann nicht genügend Holz haben. Kann ich jetzt die Festung ausbauen? Ja! Also die Burg ausbauen zur Festung. Und das können wir auch schon mal gleich erforschen. Und hier unsere Lanzenträger. Dafür haben wir jetzt nicht mehr genügend Taler. Oh! Er hat seine Burg zu einer Festung ausgebaut. Mensch, da stehe ich ihm aber nichts nach. Das habe ich auch gleich.
Es gibt zu wenig Betten in eurem Ja, Reich. Es gibt noch zu wenig Betten, aber gleich nicht mehr. Ja, das ganz was, ja, das läuft doch alles. Bett in einem Wohnhaus wäre jetzt ist doch alles ist kein Problem. Ja, da, also, du sagst, es ist wundervoll, ne? Steuern und Sold werden gezahlt. Ja, jetzt haben wir auch schon wieder ein paar mehr Taler. Soll ich mal ein paar Schwertkämpfer schon holen? Wir haben gar kein Eisen irgendwie. Arbeitet ihr überhaupt oder so? Oder haben wir irgendwas mit Eisen gemacht oder so? Wir haben noch gar nichts mit Eisen gemacht im Moment. Wieso haben wir trotzdem so wenig Eisen? So. Forschung abgeschlossen. Ja, Forschung abgeschlossen, gut. Aber ihr könnt ja im Moment eh nichts weiteres forschen. Dann müssen wir uns ein wenig gedulden. So, Leute. Was will ich eigentlich jetzt gerade mal tun? Ich weiß jetzt gar nicht, was ich jetzt tun will. Boah, aber wir haben schon einen Haufen Punkte, muss ich schon so sagen. Das Blöde ist, wenn er einmal über uns herfällt, dann haben wir die nicht mehr. Nee, Taler spare ich mir jetzt erstmal auf. 30 Leibeigene reichen eigentlich auch. Ich könnte mal noch mehr bauen, aber die will ich jetzt nicht. Ach, kein Schwefel. Scheiße. Gut, dann kommt halt erstmal stehendes Heer. Oh, Eisen sind wir echt arm dran im Moment. Ich glaube, wir brauchen auch noch ein bisschen Stein. Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Lehm. Können wir erstmal hier auch noch was einrichten. So, du kannst jetzt Eisen hacken. Kein Problem. Ja, kein Problem. Das finde ich gut, dass du das sagst. Du auch Eisenholz haben wir jetzt erstmal echt genug. Das hat ein wenig Zeit, bis wir da wieder was brauchen. So, und hier seid noch am Steine kloppen. Schön. Und du bist hier oben. Schön, auch schön. So, was haben wir noch? Der kann da eigentlich stehen bleiben. Nee, das ist so weit weg irgendwie. Ich glaube, der stellt sich lieber hier hin. Jawohl. Und Pilgrim, ich habe die ganze Zeit verpennt, dass er schon längst wieder eine Kanone hinbauen kann. Will ich hier ausbauen? Nein, ich will hier jetzt nicht ausbauen. Ich will den hier erstmal bald ausbauen. Dazu brauchen wir aber noch ein bisschen was. Dazu brauchen wir nämlich erstmal Legierungen. Aber die Schwefelgrube ist ja auch voll genug. Also da... Schwefel haben wir jetzt auch genügend. Wir haben jetzt über 300. Da können wir uns jetzt erstmal ganz gemütlich das anschauen. Ist hier vielleicht eigentlich noch irgendwas? Habe ich hier schon mal geguckt, ob hier noch was war? Hier ist aber, glaube ich, nichts. Hier wird doch wohl noch irgendwo ein Dorfzentrum sein. Gibt es ja echt kein Dorfzentrum mehr. Das wäre aber ziemlich Armut, die hier herrschen würde. So, seid ihr jetzt bald mal fertig hier mit eurer Forschung? Jetzt beeilt euch mal. Echt. Das geht da so nicht an. Ist das nicht wundervoll hier? Ihr wollt mir nicht sagen, dass ihr hier oben von der Eisenmine Sachen holt, ne? Okay, ich glaube, die haben die Sachen von der Eisenmine geholt, weil die Festung gerade ausgebaut wurde. Aber wenn die immer von da holt, dann, Ich bin müde. Ach, die Bergmänner. Gedacht, ein paar Betten mehr ja. Ich habe ja. Ich baue euch sogar noch einen Bauernhof. In eurem Reich. Ja. Und mehr Bauernhöfe. Ja, mach ich doch. Ja, bleib ganz ruhig. Bleib ganz entspannt. Bleib easy, Dude. So, man. Hier, jetzt können wir auch eine Legierung nochmal schnell reinhauen. Und dann können wir auch unsere Schmiedehütte bald ausbauen. Schon mal daran gedacht, jetzt ich wollte dich gar nicht anklicken. Ich habe nämlich ja, keins. Ich baue auch noch eine Schmiede mal hin. Noch eine zweite. Wo ist näher der Weg? Ich glaube, der Weg hier wäre sogar kürzer. Ach, hier ist doch super. Das ist doch spitze. Jetzt haben wir aber wieder kein Leben. Schade. Talalam tam. Nichts mehr da. Kann ich dann jetzt gehen? Nee, so schnell geht das alles nicht. Hier waren nämlich auch noch Lehm. Ja, da war noch Lehm. Also geht da hin. Und haut euch das Lehm weg. Hier, Moment, also die Karte ist ja recht symmetrisch. Da müsste hier irgendwo noch ein Eisenschacht sein. Das sieht mir schon mal ganz danach aus. So, jetzt habe ich den Punkt allerdings wieder verloren. Nee, es muss hier irgendwo sein. Ja, ich habe den Punkt wieder verloren. Von wo bin ich denn da hochmarschiert? Von hier? Ja, genau, hier. Und dann da und da. Da sehe ich auch einen kleinen Schacht. Ihr wahrscheinlich nicht. Weil das ja bei YouTube immer etwas dunkler rüberkommt. Aber das stört uns, also mich zumindest nicht, weil ich sehe ihn und das zählt.
gleich ist auch die Kanone wieder einsatzbereit. Komm, mach doch. Ja, na bitte. Ach, Mensch, und hier Schießstand, ne? Schießplatz und so. Auch mal langsam. Kommt da wer? Nee, ich dachte schon. Ich glaube, ich baue einen Schießplatz mal. Ach Mann, den kann er ja gar nicht stehen. Hier kann er stehen. Aber da ist es auf dem Weg zu denen so nah. Kann ich vielleicht hier den Schießplatz? Ja, das ist gut. Da kommt nämlich, glaube ich, dann keiner rum. Obwohl, warte mal, haben die Kanone oder da? Wäre natürlich scheiße, wenn ich jetzt der Kanone begegnen würde. Ich hoffe einfach mal, dass er nicht der Kanone begegnet. Ah, er begegnet der Kanone. So, damit er nicht sieht, dass das ein Arbeiter war, weil sonst weiß er ja genau, von wo ich komme und dass ich da was bauen will. Das will ich nicht. Wenn er das nämlich sieht, das wäre scheiße. Entschuldige den Ausdruck, aber ist so. So, jetzt können wir erstmal hier auch ausbauen. Ja. Ja, aber die haben zumindest zu essen. So, weil wie gesagt, wenn er sieht, dass das ein Leibeigener ist, dann kann er sich denken, der will da irgendwo durch, der hat baut da irgendwas. Oh, aha. Bis in den Tod! Oh, mein Freund, das ist aber hier gar nicht gut. Mein Freund, du kommst hier nicht durch. Scheiße, aber der kam von... Entschuldigung, aber der kam von hier. Das ist natürlich auch kacke. Und hier ist aber zum Glück ein Eisenschacht. Das ist auch schon mal gut, dann können wir den uns auch sichern. So, ich brauche mehr Truppen. Das Gebäude ist nun ausgebaut. All eure Wohnhäuser sind... Wie, der Typ ist da jetzt so durchgekommen? Hier, mach doch mal einen Schießplatz hier. Wo wolltest du denn hin? Der ist doch irgendwie durchgehört. Wie ist denn der da jetzt durchgeflutscht? Weiß keiner. Weiß wieder keiner. Naja, was soll's. Mich stört soweit nicht. Jetzt brauchen wir aber erstmal noch Truppen. Wir brauchen noch mehr Truppen. Wir brauchen auch noch einen Bauernhof, einen zweiten. Fertig. Ja, dann mach da. Sofort. Gut. Gut. Ihr arbeitet, dann können wir uns langsam auch nochmal ein paar Schwertkämpfer holen. Haben keinen Platz zum Nächtigen. Aber ihr müsst erstmal ein bisschen arbeiten hier. Hat noch ein bisschen Zeit hat es ja noch zum Glück. Wir haben zwar genügend Eisen, aber erstmal Safety first, sag ich mal, ne? Erstmal sicherheitshalber noch Eisen zusammensparen. Wir können stattdessen lieber noch ein paar Speerträger holen. Und hier mal das das Dorfzentrum zum Gemeindezentrum ausbauen und hier ebenso. Also bislang sieht das, was die Punkte angeht, ja ganz gut aus, ne? Das sieht ja ganz schicke aus. So. Bauernhof geht leider erst da hinten zu bauen. Ja, ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid. Mist, es wäre natürlich kacke, wenn der Kamerad dann der Vogel von hier einfällt, aber dafür kann ich ja hier dann auch Truppen abstellen. Ich glaube, ich schicke Erik einfach mal zur... Nee, Vaag schicke ich da zur Sicherheit hin. Auf diesen Kreuzungspunkt hier oben. Wäre taktisch ganz klug. Wenn der hier steht. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Nein! So schnell kommst du mir nicht davon. Ach Mensch, wir können auch schon längst wieder was forschen hier. Nee, können wir nicht. Erstmal ausbauen. So, Dann fällt erstmal Holz hier. Ich bin fertig. Dann bauen wir erstmal drei Schützen. Nein, du kannst erst recht nicht Feierabend machen. Ja, all unsere Wohnhäuser sind belegt. Ist mir auch schon aufgefallen. Auch das ist mir aufgefallen. Es gibt nicht genug. Selbst das habe ich bemerkt. Ist das nicht ein Ding? Es gibt ja alles gar nicht. Was wir hier für Probleme haben, ne? So. Wir müssen hier mal weiter ausbauen. Das können wir noch nicht ausbauen. Dazu brauchen wir Handelswesen. Das können wir aber auch bald erforschen. Taler haben wir ja genügend. Nu?
null. Hier müssen wir hin. Null Taler. Alles null weg. Taler ist natürlich ein bisschen mickrig, ne? So. Ausbau fertig. Das kann ich. Es gibt so, Mr. Wag läuft hier hin und die stellen sich, postieren sich hier. Dann haben wir schon mal mehrere Punkte Ach Mensch, ein Steinbruch da unten. Na gut, Stein brauchen wir auch, ne? ach, ihr beide. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Meinster? Eigentlich sollte ich gar nicht ja, hier das sein. Ist aber dann dein Problem, nicht meins. Du bist aber nun mal auch da, dann hast du halt ein Problem, ne? Die Sichtweite von Gebäuden brauchen wir. Scheiße, jetzt habe ich schon wieder Taler zum Fenster rausgeschmissen. Eigentlich brauchen wir es überhaupt nicht. Weil wir nicht so viel Taler haben. Oh, nochmal ein Eisenschacht. Habe ich auch noch nicht gesehen. Fertig, Meister. Gut, dann brauchen wir ja gar nicht mehr so viele Wohnhäuser, ne? Ja. Taktiken, Metallurgie. Och Mensch, da können wir echt bald... Soll ich mal? Dann können wir nämlich... Aber wir haben noch nicht mal Ballistertürme. Hier gibt's jetzt nichts mehr. Wir haben alles abgebaut. Alles abgebaut. So, zwei von euch brauche ich aber hier an strategisch wichtigen Punkten. Nämlich einmal hier. Und dann könnt ihr später auch hier oben noch irgendwo bauen. Was kannst du eigentlich machen? Hier, ich hab doch hier dich, ne? Oh, Steinarmut, wir haben Steinarmut. Da müssen wir erstmal was forschen, hier Zahnräder. Ach, Kacke, ich brauche Stein, verdammt. Fertig. Na, dann bauen wir auch uns hier. Nein, Steinbruch, ich baue mir jetzt keinen Steinbruch hier hin. Kannst da so rumhämmern. Nee, kannst du nicht. So, irgendwo bestimmt auch noch so Steinkrümel. Na bitte, da sind Steinkrümel. Aber gern. So, das hätten wir auch. Also es ist ja ganz gut so weit, dass ich mich ja vor allem auf Verteidigen festlegen muss. Boah, guck mal hier, die Schmieden, die... Aha. Aha. Wie ihr wünscht. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Achtung mit der Kanone jetzt. Ja, ist gut. Ein Held ist in großer Gefahr. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Pilgrim, du kommst hier eh nicht durch. Vergiss es einmal. Ja, ist aber eine ganz gute Taktik natürlich, hier die Kanonen so abzuwracken. Das ist gar keine so schlechte Taktik von ihm, die er jetzt aber reichlich früh erst bemerkt. So, wir bauen uns auch mal ein paar Schwertkämpfer. Och Leute, das verkackt mich, verkackeier mich nicht, Pilgrim. Fertig. So soll es sein. Ja. Ach, wir brauchen Zahnräder, verdammter Dreck. Jawohl, Herr. Ja, natürlich. Wie ihr wollt. Sofort. Dazu brauchen wir Stein. Hierfür benötigt ihr Hierfür benötigen wir auch noch mehr Taler. Gut, die haben also auch noch kein Bett. Dann bauen wir den nochmal eins hin. Na, so nett sind wir doch. Er muss ja hier unser Oxygenium, jetzt muss er auch schon langsam ja mal an ein bisschen... so ein Punkt kommen, wo er dann sagt, okay, ich muss auch langsam mal was riskieren. Bislang ist das natürlich so noch nicht der Fall, ne? Ich habe aber leider auch noch nicht so viele Truppen. Ich hoffe einfach, dass er noch nicht zu den Abelasten ausbilden kann. Aber das kann er noch nicht. Er hat noch keine Zitadelle. Das kann er erst, wenn er eine Zitadelle hat. Oh, das ist gut zu wissen. Das ist ja, das ist schön, dass man ja auch sieht, wann er eine Zitadelle hat und wann nicht. Das ist sehr schön. Das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr, muss ich jetzt so feststellen. So, hier unten, ihr werdet gleich auch mal eine Steinmetzhütte bauen. Die brauchen wir nämlich auch noch. Aber dann noch wird ja hier geforscht. Und solange geforscht wird, können sie da eh nichts unternehmen. Ich bin gespannt, Leute. Ah, jetzt sind sie fast fertig. Jetzt kann ich schon mal hier zur Auswahl gehen. Ja, komm. Ja. Ihr verfügt nun über so können dann das nicht bauen. Hallo? Technologie. Hallo? Ach, das war die falsche Technologie. Was habe ich denn da vorher? Breitschwertkämpfe. Ach, Mann. Oh. Talarmut.
Wir kümmern uns darum. Tack, 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 tack. Ich hab getan, was ihr wolltet. So, ein Trupp brauchen wir auch nochmal zur Sicherheit hier. Müssen alle überall abgestellt sein. Hier mal der Waag und die Bogenschützen, das ist schon mal ganz nett. Du hast auch geschafft. Gut. Wir brauchen nochmal Steine. Oder brauchen wir Schwefel? Nee, Schwefel haben wir genügend. Schwefel braucht man nicht so viel. Ist in Ordnung. Es gibt ja, ja. Ich habe das ja alles geplant, weil so gehen genau die Bauernhofplätze auf. Jetzt brauchen wir nur noch ein Betthaus. Bettenlager. So. Dann gucken wir doch mal. Oh, das sieht ja, wir haben 2000 Punkte Vorsprung. Ich glaube, er kann eigentlich nur noch gewinnen, wenn er unten jetzt unsere ganze Siedlung plattwalzt. Und das wird schwierig. Wird verdammt schwierig. Das wird schwierig. So. Wie viel haben wir hier? 2000 Eisen immer noch am Veredeln. Boah. Fertig, ist Meister. Natürlich super hier. Aber wir haben keinen Taler mehr. So, hier. Doch. Wir wollen unser Gemeindezentrum dann noch ausbauen. So, die sind auch wieder fertig. Schön. Das gefällt mir. Dann haben wir denn eine neue Aufgabe für euch, Kameraden. Nee, also ich habe irgendwie überhaupt keine Aufgabe für euch. Sollte mal Steine fällen? Nein, wir brauchen keine Steine. Doch, wir brauchen Steine. Klar brauchen wir Steine, wir brauchen immer Steine. Dann geht mal da oben hin. So, die hier, die hacken immer noch fröhlich ihren Schwefel zusammen. Das ist doch auch schön. Und wir haben echt so viel Eisen jetzt hier. Also die Grubschmiede, die bringt es echt richtig. Das kann er auch nicht mehr aufholen hier. Nie wieder. Nie wieder kann er es aufholen. Das geht gar nicht. Nee, ich schreibe immer noch nicht. Das, sonst fühlt er sich gleich hier richtig angemacht und dann kommt er gleich mit seinen Truppen. Das wollen wir noch nicht. Das ist mir noch ein bisschen zu risikoreich. Weil ich bin noch nicht optimal vorbereitet. Aber Metallurgie haben wir jetzt schon mal gleich. Dann können wir damit schon mal ordentlich was anfangen. So, hier war doch auch noch ein Leibeigener. Der baut uns dann hier noch ein Türmchen hin. Auf diesen strategisch wichtigen Punkt. So, hier, das können wir auch ausbauen für 400 Steine. Nein, brauchen wir jetzt noch nicht. Im Moment ist unser Dorfzentrum ja noch ausreichend. Aber wir können mal den Meisterschmieden ausbauen. Erhöht den Schaden von Schwertkämpfern und schwerer Kavallerie. Und wir können theoretisch auch hier nochmal ausbauen, aber nein. Wir haben keine Taler. Ja, ist mir egal, wir haben keine Taler. Und hier macht mal hin hier. Blöden Steinmetze. Ihr sollt mal langsam weiter was veredeln hier. Geht ja wohl gar nicht. Kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist denn das? Sicher hier ein Zustand. Ja, Achtung, Pilgrim. Pass auf, da kommt eine Kanone. Hier, Kanone, Kanönchen. Aber unsere Truppen, was will er gegen unsere Truppen machen? Da kann er gar nichts gegen machen. Was will er dagegen tun? Ja, So, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ja, wir sind am Gewinnen. Ich gewinne. Gut, ich muss auch sagen, ich habe ja die Taktik langsam raus. Wir haben zuerst einmal so ein Punktespiel gemacht hier. Aber, es ist schon eigentlich wertvoller auf Rohstoffe zu setzen als auf Truppen. Weil mit den Kämpfen kann man einfach nicht das rausfinden, was man an Rohstoffen rausholt, weil jeder Rohstoff auch einen Punkt gibt oder so. Also was das angeht, da ist das schon ein deutlicher Vorteil. Fertig. Ah, du bist fertig. Wir können uns auch eine Kanonengießerei holen. Oh, ich glaube, den Spaß gönne ich mir mal. Wohin denn? Hier sind noch Plätze frei, theoretisch. Wenn ich das Wohnhaus einmal ausbaue. Dann bauen wir uns mal hier eine Kanonen-Dingsbums hin. Das bauen wir hier mal aus. Den Spaß, den gönne ich mir mal. Ein paar Kanonen. So, 200 Holz, 300 Stein, komm.
Leute, ich freue mich. Und er hat immer noch keine Zitadelle. Das wird schon schwierig für ihn jetzt. Das wird jetzt schon kompliziert für ihn. Da muss er erstmal hier irgendwie durchkommen. Taktiken könnte ich auch noch erforschen. 2629. Na, dann warte ich noch ein bisschen. Muss noch ein bisschen gearbeitet haben. Und dann baue ich mir noch einen Stall hin. So, hier, ihr müsst halt. Das Gebäude ist ja gut. Dann sind unsere Türme schon mal Ballistatürme, können wir die gleich zu Kanonentürmen noch umbauen. So, 2680, ja, komm, noch ein bisschen. Einmal auf. Ja, komm, na, 2700, jetzt müssen wir auf 3100 kommen. 2906, ach Mensch. 3104, 6, 8, 10, 12, bla bla bla, 16. Das könnte jetzt reichen. Ja, komm. So, passt. Jetzt haben wir kein einziges Eisen verbraucht, was nicht veredelt wurde. Ist doch spitze. Und wie finden wir das? Spitze. Spitze, spitze. Hacke, spitze, spitze. Hier gibt's was? Nichts mehr zu holen. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu legen, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun, ich war gar nicht da. Lichtung, ne? Nämlich bei dieser netten, ja. Lichtung. Ja, das ist mir schon bewusst. Oh, jetzt kommen sie hier anmarschiert. Jetzt müssen wir uns hier verteidigen. Verteidigt euch, ihr werdet angegriffen. Jetzt seid ihr zu weit gegangen. Wir erledigen das. Oh, jetzt wird's nämlich ganz düster. Jetzt kommt er nämlich. Jetzt kommt er aus seinem Loch gekrochen. Jawohl, sofort. Zu den Waffen! Ja, ja. Sofort. Oh, Vark ist kaputt. Am Ende seiner Kräfte und Kampf. Pilgrim, dich brauchen wir hier auch noch. Angegriffen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. So. Vorsicht jetzt! Geht nicht zu nah dran! So, Leute, auf in den Kampf. Und wir brauchen eine Kanone. Aber gern. Ah, okay. Den reiße ich gleich mal ab. Angriff! Macht sie nieder! So, ihr habt doch keine Chance. Folgt mir, Brüder! Euer Dorf steht unter Beschuss. Spürt meine Klinge! So, alle Plattwalzen. Haha, ihr habt doch keine Chance gegen mich, ihr räudigen Mistkerle! Forschung abgeschlossen. Aha, da kommen noch welche. Für Ruhm und Ehre. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ja. So, hier stellen wir auch gleich eine Kanone hin. Gern. So, Freunde, ihr kommt hier nicht durch. Nicht mit mir. Seid unbesorgt. Gern. Ausbau vollbracht. So soll es sein. Ja, Herr. So, Vark, du bleibst hier mal stehen. Natürlich. Hier kommt auch hier wieder her. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ark, wir haben nicht genügend. So, ich habe jetzt eine Zeit lang gerade mal nicht gesprochen, weil ich, wie gesagt, hier gerade etwas aufpassen musste. So, ihr geht auch mal zu den Waffen. Ich musste hier etwas aufpassen. Ich hatte doch irgendwo noch einen Typen, der mir einen Stall bauen sollte, ne? Na egal. Machst du das halt. Oh, und die Kanone kommt auch anmarschiert. Und ihr zieht euch wieder zurück. Somit haben wir seine ersten Trüppchen schon mal plattgewalzt. So, und ihr kommt hier, ihr Milizen. Was jetzt? Somit haben wir den ersten Angriff überstanden. War ja nicht so tragisch. Aber da waren schon wieder hier drei Trupps von seinen blöden Armbrustschützen. Ist auch nicht unbedingt so schön. In Ordnung. Oh mein Gott, hier, das sieht hier aus. So, Meisterschütze. 200 Taler, 200 Holz. Machen wir.
Hier, das machen wir auch noch gleich hinterher und das... Ein Held ist in großer Gefahr. Oh, nee. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ach doch, jawohl, kommt hier. So soll es sein. So. Nee, du bleibst hier stehen. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ihr verfügt nun über das Wissen ja, über eine neue Technologie. Ist doch super. So, wir wissen zumindest von wo sie kommen. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Rüstung von Schützen, leichter Kavallerie und Speerträger. Nein, wir brauchen noch eine. Unser Stall! Was mit unserem Stall? Eure Gelehrten. Stark gegen Einheiten kommen. Machen wir hier auch noch 5 Plätze? Nein. Dann will ich doch lieber hier auf die Reiter warten. Ach, das dauert ja noch hier mit dem Stall. Aber es läuft ganz gut im Moment. Ich glaube, in 10 Minuten kann er uns eigentlich gar nicht umwalzen. Es geht gar nicht rein logisch gesehen. So, du fällst noch Holz hier. Eure Arbeiter so, hier brauchen wir noch einen Turm. Ja, meine Freunde, es wird schon spannend hier. Die Spannung hält sich zwar in Grenzen, aber einen kleinen Angriff hatten wir ja. Schon mal. Und jetzt will er mich rauslocken, aus der Reserve locken. Aber er muss kommen. Er hat weniger Punkte. Ich habe genügend. Moment. komm doch. Es ist bald wieder Zahltag. Okay. Aber wir haben auch eine kleine Kanone hier. Eine Kanone. Unsere erste Kanone. Kann ich nochmal gleich hier ja mal erklären. Ein wenig das Gebäude haben wir ja noch gar nicht. Obwohl ich weiß nicht, ob wir es dann in Folge 41 bis 49 haben. Aber Kanonengießerei ist ganz cool. Man sieht auch dann, wenn man da verfolgt, wie die Kanone zusammengesetzt wird. Ich kann das ja dann mal machen, wenn wir mal eine Kanonengießerei irgendwo haben. Dann verfolge ich das mal. Und die stellt halt immer nur eine Einheit her. Die Kanone, die kann auch nicht geheilt werden. Also auch so eine nicht heilbare Außerheit mit Salemsfähigkeit. Damit könnte man das hinkriegen. Natürlich. Aber so rein logisch gesehen ist es nicht möglich. Also rein irgendwie mit... Also die heilen sich nicht von selber. Man kann auch nicht einen Leibeigenen hinschicken und sagen, los komm, du machst das mal. Du baust da mal. Ah, da kommen sie wieder. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Nee. Dann zieht euch wieder zurück. Gern, wie ihr befehlt. Ich tue mein Bestes. Euer Wunsch ist mir Befehl. Na gut. Ja, oh, mein Herr. Was wollt ihr denn hier eigentlich, hier, Kameraden? Wenn ihr so wird das hier gar nichts. Ja. Taler. Ich hoffe auch auf den Zahltag. Wie viel kostet... 120! Autsch. Auchikato. 2, 1, 0. Bumm. Und noch ein. So. Strategisch wichtige Punkte. Da reitet ihr gleich mal hin. Wir können ja mal vielleicht irgendwie gleich einen Gegenangriff starten. Vor allem, wenn wir von zwei Seiten kommen, hat er gar keine Chance. Also ich denke mal, wenn ich so 2 Minuten noch habe, dann kann ich ja sogar mal versuchen, einen kleinen Gegenangriff zu starten. Das wär's doch mal. Das fände ich dann mal so ganz witzig. Wie ihr wünscht. Ja, wir haben wieder nicht genügend Taler. Ja, ist gut. Nee, euch wollte ich gar nicht. Dich wollte ich. Boah, echt, die Taler gehen bei diesen Viechern nochmal weg wie nix. So, da nochmal ein Turm. Und dann wollen wir mal sehen, was die daraus machen. Ja? Was jetzt? Na sowas. Was soll man da machen? Ich freue mich schon, ich habe die Mission eigentlich so gut wie gewonnen. Ja. Er kann eigentlich gar nicht mehr, Mann. Na komm, wir brauchen keine Leute mehr. Wir brauchen keine Leibeigene mehr. Wir brauchen nur noch Truppen. Truppen. Wir brauchen Truppen. So, wir können auch nochmal die Truppen ein wenig verbessern, theoretisch. Die können wir nicht, dazu brauchen wir eine Garnison. Haben wir auch alles da. Aber wir haben wieder nicht genügend... Was? Du fühlst dich beobachtet? Ich fühle mich beobachtet. Von wem? Aber doch nicht von mir etwa. Er fühlt sich... Den Spruch haben die noch nie rausgehauen. Ist das geil. Ich fühle mich beobachtet. Ist das geil. Das finde ich ein schöner Spruch. Ich fühle mich beobachtet. Oh nein. Wie kann das denn angehen? Ich stehe unter Beobachtung. Ja, kann ich so? Nein, das du wirst gar nicht ausgebaut. Ach, der Turm hier. Ja, okay, der wurde ausgebaut. So, bau mal schneller. Wir wollen hier gleich noch einen Angriff starten.
Er kann es nicht schaffen. Er kann es nicht schaffen. Er wird es nicht schaffen. Los, komm, 3, 2, 1. Da können wir hier nochmal einbauen. Also den Trupp hier voll machen. So. Da könnt ihr auch noch hier hinrücken. Wir rücken aus. Ah, da kommen sie wieder. Ein Held ist in großer Gefahr. Für Ruhm und Ehre. Seid ihr hungrig? So. Wir erledigen das. Das kann ich. Ja, na. Ja, mein Herr. Seid unbesorgt. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Euer Wunsch ist mir Befehl. Angriff! Na, sicher. Verteidigt euch, ihr werdet angegriffen. Aber gern. Ja. Jetzt ziehen sie sich zurück. Jawohl. Ja, das so, kann du kommst hier noch hin. Ausbau vollbracht. Tja. Meine Freunde, ihr werdet nicht viele Chancen haben. Jetzt nehmen wir auch noch unsere Truppen da. So, noch 4 Minuten 43, jetzt starten wir gleich den Gegenangriff. Ja, komm. Bist du jetzt mal in Reichweite langsam? Oh. Ist immer noch nicht in Reichweite. So. Okay, und jetzt unsere Truppen mobilisieren. Jetzt machen wir den Kamikaze-Angriff hier. So, ich weiß nicht, wo hier die Truppen von denen stehen, wie hoch und so. Aber da sind auf jeden Fall schon mal Kanonen. Ihr seid auf Feinde gestürzt. Sie greifen okay. An. Es ist Zahltag. Hier pausieren. Jawohl. Und dann abmarschieren. Pausieren und abmarschieren! Ja, Herr. Ja, mein Herr, wie ihr befehlt. Wir kümmern uns darum. Bis in den Tod. Lehrt sie das Fürchten. Da steht sie schon. Folgt mir, Brüder. So, und ihr auch. Sofort. Ergreift sie. Erik. Bam! Zabank! Boah, was hat Wagwag hat nicht zu sagen. Ihr habt keine Chance gegen uns. Gegen unsere Milizen vor allem. Wir haben irgendwie 9 Milizen oder so dabei. Da könnt ihr auch gar nichts gegen machen. Ihr Witzfiguren. Bis in den Tod! Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Was wollt ihr machen? So, ihr kommt. Ein Held ist in großer Gefahr. Bis in den Tod. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Lehrt sie das Fürchten. Attacke. Was für ein finaler Angriff. Ja, meine Freunde, so geht das. So macht man Leute platt. Ihr habt auch keine Chance gegen uns, dann kommt ihr. Auf in den Kampf! Angriff! Ergreift sie! Ergreift sie! Ja! Macht sie nieder! Attacke! Ha, 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 ha. Der Tag der ja. Steuern und Sold werden so. Bezahlt. Mal kurz hier ein bisschen ihr werdet mit Wortlauten um mich schmeißen. Oh, dafür müsste es auch noch reichen. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Nee, zieht euch mal zurück hier. Für Ruhm und Ehre. In Ordnung. Ja. Seid unbesorgt. Oh nein, es hat nur ein Trupp überlebt. Ist ausgebaut. Tja, dann kommt mal ruhig hinterher hier. Ihr Sackratten. Oh, wie ich mich freue. Das hat Spaß gemacht.
Ah, ja. Da bist du endlich auf dem Weg. Ach, schön. Habe ich ihn nochmal richtig am Ende zurückgedrängt. Ich weiß noch nicht, ob er jetzt durch den Kampf mehr Punkte gemacht hat oder ich, aber auf jeden Fall super gelaufen. Unsere Helfen. Ja. Aber somit kannst du nicht mehr mich angreifen. Oh, das war schön. Das freut mich. Das ist ein guter Sieg. Ein schöner Sieg. Die letzten 17 Sekunden gehen auch vorüber. Und ich freue mich darauf. Und da können wir auch gleich nochmal... Oh, unser Dorf wird angegriffen. Von wo kommen die denn hier? Mensch. Haben wir aber eine Lust. Wir haben einen Geheimweg gefunden. Lehrt sie das Fürchten. Gewonnen! Jabba-dabba-du, Hubba-dabba-du, Shabba-dabba-du, Husha. Ja. Oh, cool. Ich freue mich. Dann verlassen wir doch das Spiel. Ich hoffe, es kommt noch eine Statistik am Ende. Ja, Punktestatistik. Oh, durchgehen hier. Häuser, alle Gebäude. Ich habe 53 und er hatte ein paar verloren am Ende. Tja, Türme und so. Ich habe aber zwischendurch auch ein paar verloren. Ah ja, er hat mich ja einmal angegriffen, die Türme. Bauen für 11. Oh, da 14, 13. Ah, hatte ich überall mehr. Siedler. Ah, Truppen. Also ich hatte deutlich mehr Truppen, die ich dann allerdings auch alle verloren habe. Das heißt, er hat deutlich mehr Truppen, mehr Kampfpunkte. Aber was soll's? Ich fand den Angriff Hauptsache den Angriff so erfolgreich gemacht. Leibeigene habe ich alle zu Milizen ausgebildet. Und dann die Arbeiter. Schön. Rohstoffe, Lehm, ja, Lehm hat er ja echt fast gar nicht gehabt. Na gut, ich ja auch meistens nicht. Nur am Ende habe ich es nicht mehr gebraucht. Eisen, Taler, okay, ja gut, das sieht bei uns beiden sehr ähnlich aus. So eine schöne Wackelkurve. Steine, ja, da hat er mal mehr gehabt. Dann hat er wahrscheinlich die ganzen Türme hier hochgezimmert. Und Schwefel, oh, er hatte deutlich mehr Schwefel. Ja, naja, gut, aber habe ich nicht wirklich gebraucht. Und Holz, ja, hatte ich mehr. Zerstörte Gebäude 3, verlorene hat er 3. 106 Einheiten hat er besiegt und ich nur 66 leider. Ja, schade. Waren auch am Anfang die Wölfe, die haben es rausgezogen, die haben es rausgehauen, ne? Aha, aber ich habe 111 verloren. Wie geht das jetzt? Ach so, die Wölfe vielleicht, die sich so irgendwann rausgelöst haben. Ah, verstehe, okay. Das kann sein. Ja, Gesamtwertung. Hier sieht man schon, dass die Rohstoffpunkte den Ausschlag geben und die Militärpunkte im Prinzip überhaupt nicht. Also da hätten sie echt noch ein bisschen dran feilen können an der Punkteauswertung, dass irgendwie vielleicht nur jeder fünfte Rohstoff einen Punkt gibt oder so. Das ist nicht ganz so schön gelungen, aber ja, was soll's. Es ist doch ganz schön. Hauptsache ich habe gewonnen und mit schön vielen Punkten. Ich habe auch gleich die richtige Strategie angewendet, das ist super. Es gibt auch Einheitenpunkte, wie ich gerade sehe, ja. Und die Technologiepunkte natürlich, die sind aber auch eher zu, ja, unterschätzen, die sind nicht so wichtig. Und Gebäudepunkte, ja. Also, mit diesem freudigen Ergebnis verabschiede ich euch aus dieser Folge 50, aus dieser Jubiläumsfolge. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß, sie zu gucken. Ich hoffe, ihr habt die Stunde durchgehalten. Also, falls ich es echt als Ein-Stunden-Video schaffe hochzuladen, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, wie groß das ist. Und, ja, ich freue mich auf eure Zuschauer, Views, auf eure Kommentare dazu, ob euch das gefallen hat, ob ich sowas vielleicht dann bei der 100. Folge irgendwann, dann werden wir wahrscheinlich schon im Nebelreich sein, das ist dann in der zweiten Staffel, ob ich das dann nochmal machen soll. Also ich habe mir überlegt, mit Nebelreich, ich mache dann nach dieser Hauptkampagne, mache ich erstmal Schluss, mache erstmal Pause, dann mache ich ein anderes Spiel und, oder vielleicht sogar zwei und danach dann kommt dann die zweite Staffel, in der ich dann das Nebelreich beginne und das Nebelreich angehen werde. Und dann wird da vielleicht die Folge 100 dann reinfallen und dann sehen wir ein weiteres Special da. Und dann kommen ja auch noch die Legenden irgendwann. Also ihr könnt euch auf viel, viel Siedler freuen und ich werde das schön, ja, so verzögern, dass das lange dauert. Und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht heute. Mir auf jeden Fall, vor allem, weil ich so schön gewonnen habe.
Aber es war auf jeden Fall spannend, auch der Endkampf und ein bisschen Action braucht ihr ja auch. Und deshalb habe ich gedacht, dann greife ich ihn nochmal an am Ende. Ich hätte es ja nicht nötig gehabt, ich hätte nur verteidigen müssen, aber der Angriff ist die beste Verteidigung, sage ich immer. Und war zudem auch noch schön spannend, hoffe ich doch. Also, macht's gut. Wir sehen uns. Tschüss.